Ja, moin Mahlzeit, moin Freunde der verrückten Unterhaltung. Heute sind wir am Bahnhof Regensdorf-Watt und heute werde ich euch mitnehmen im Stadler KISS Fernverkehr der SBB. Und da werden wir jetzt kritisch behandeln, weil einige Dinge, was jetzt zugepasst haben im Zug, gehen gar nicht fit. Und das werde ich heute tiefer reingehen und die SBB mal deutlich machen, was jetzt eigentlich der Fahrgast will. Weil angeblich sind sie das vergessen. Das ist ein Qualitätsprodukt, beziehungsweise hat ja kein Klimaanlage, aber hat mehr Komfort, dann die anderen Züge alle neue zu bieten haben von der SBB. So, jetzt werden wir dann ein Video dazu machen und jetzt geht's erstmal nach Zürich Hauptbahnhof, um zu sehen, wo jetzt der KISS FV fährt. Diese S6 gehen nach Zürich Hauptbahnhof. Fahrzeit!
Gut, angekommen in Zürich Hauptbahnhof. Es ist aber so, dass mein Apple Watch Band gebrochen ist. Ich keinen neuen dabei habe, weil ich die alle in Holland vergessen habe. Top, gute Entscheidung an der Stelle. Jetzt will ich aber gucken, noch ein Handy laden und gucken, ob die irgend so ein billiges Apple Watch Band haben. Und dann geht es weiter, weil ich muss dann mal gucken, wo die FV Kista fährt. Sehe schon RE48, das ist ein anderer Zug, glaube ich, kein FV Kiss. Aber das werden wir jetzt mal gucken. Ich suche mir mal schnell ein Handyladen. Gut, bin jetzt 3 Laden durchgeschickt, um nachher trotzdem, wie ich schon erst gedacht hatte, zur Apfelkiste.ch zu müssen. So, ich kann heute mein Apple Watch nicht tragen, kann da halt nicht mit flexen. Ne? Und ja, das wird schockert halt so, weil das Handy nicht stillhangt. Aber wir werden jetzt hochgehen und dann Interregio 36 mal probieren, was da drauf fährt. Hoffentlich ein Muet oder ein FV Kiss. Leute, ich bin jetzt beim großen Anzeiger. Das war früher eine Fortblätteranzeige. Anyway, ich bin jetzt am gucken, wo jetzt der FV Kiss wird kommen. Hab jetzt mit einigen Leuten von der S-Bahn geredet und die sagen mir, ich muss hier gucken. Und ja, wie es jetzt aussieht, wird auf dem Interregio 36, nein, 37, hier, diese. 12.08 Uhr auf Gleis 14, das wird dann ein FV Kiss sein. So, ich werde jetzt etwas machen und dann sehen wir uns, wenn der Zug hier ist. So I lose it. Geschätzte Leute, auf Gleis 14 wieder angekommen, kurz eine Pause gemacht und dann wird hart gearbeitet. Nein, dann werde ich einfach so hocken auf dem Stuhl und dann gut ist. Am 12.08 Uhr kommt der Interregio 37 nach Basel SBB via Lenzburg in Aarau. Und ja, ich bin schon ein bisschen gespannt, weil ich habe diesen Zug noch nie gefahren und aus meiner Erfahrung, die ganz neuen Züge von der SBB sind der größte Haufen mit Scheiße. Und das war der Geruno so, der Rabe 501, das war der Twindex, die Rabe 502 und das wird beim 512 so sein und das wird beim Muet auch so sein. Leider kann ich wahrscheinlich der Muet nicht fahren diesen Urlaub, ich habe noch mehr dann genug der Zeit dafür. Vielleicht für den nächsten Urlaub was, weil die fahren in der Romandie. Ja, ich werde jetzt einfach warten. Es dauert noch eine Viertelstunde, bis der einfährt. Und dann werde ich mal kurz durch den Zug rennen und mal gucken, was ich so zu finden fahre an die Baustellen und andere Mangel am Zug. Bye.
gut angekommen jetzt im KISS Fernverkehr, Rabe E5-12. Ich bin jetzt mal zum unteren Deck gegangen. Und ich muss dir ehrlich sagen, die Stühle sind absolute Arschritze. Dazu später mehr. Jetzt will ich mal erst durch den Zug laufen. Haben wir noch ein bisschen Zeit dafür, bevor es alles voll ist mit anderen Leuten. Gut, jetzt kann ich auch verstehen, wieso alle Leute so hässlich sind auf der SBB. Diese Stühle haben absolut keinen Komfort. Es ist wirklich, ob man auf einem Holzplank hockt. Habe jetzt leider keine erste Klasse Karte, aber würde ich auch hier nicht dann spendieren. Wenn du eine zweite Klasse Abo hast und denkst, ja, auf dem Interregio 37 würde ich gerne fahren, spar dein Geld. Es ist es nicht wert, du hast keinen extra Komfort. Ich bin jetzt an der Innenseite des KISS FVs durchgelaufen. Ich muss ehrlich sagen, es ist echt viel und viel zu heiß. Aber ja, ist halt so, ne? Neuen Zug, neue Einstellungen, neue Software. Wenn du oder sie es nicht können haben, dass ich negativ über einen Zug rede, schaut dann jetzt das Video aus und dann oder skippt durch nach das Ende vom Video, wo ich dann mein Fazit wird zeigen im Basel SBB. Und ja, diese Kamera hat kein OIS, das kann man auch sehen. Was kann man auch erwarten für 1400 Euro? Naja, ich werde jetzt ganz nach vorne laufen zum Triebwerk und dann werde ich mal ein bisschen reden über den KISS FV.
Heute fahren wir mit der SBB mit dem Interregio 37 von Zürich HB via Lenzburg, Aarau, Sissach, Liestal und Basel SBB. Mal gucken, ob diesen Zug die schweizerische Liebe des Zuges kann weiterbilden. Ich habe ein Gefühl, dass das nämlich nicht so wird sein. Gut, das Erste, was ich schon an dieses Fahrzeug hasse, ist, dass die Stühle noch dünner sein, dann den ICN. Die hat noch breitere Stühle. Und sowieso im IC 2000 gibt es noch breitere Stühle, da kann man deklassiert erste Klasse fahren. Und ja, Sitzkomfort kann ich so echt kein, was soll das sein, eine Stunde vorhalten bis Basel SBB, weil da wirst du 100% auch Rückenschmerzen bekommen. Und die Stühle merkt man auch, gute Qualität. Quietschen und großen wie ein, keine Ahnung, 3-Euro-Zug. Man kann das nicht ernst nehmen. Ich dachte, Stadler macht schon echt bessere Züge. Aber dies ist eines der schlechtesten Produkte. Gut, ich bin noch überrascht, es gibt einen Sonnenroller. Aber das ist definitiv nicht so im Mouette bzw. der Flirt FV. Und ich finde es eine absolute Abzocke, dass man so viel Geld zahlt und so einen scheiß Komfort zurückbekommt. Vor allem in der Schweiz, wo man eigentlich bekannt ist, dass man eher mehr Komfort hat. Da ist dieses Behindertengesetz auch nicht mehr so relevant. Ja gut, barrierefreier Einstieg, alles toppi-tippi, aber wenn man so einen Komfort zurückbekommt, das kann die EW4 tausendmal besser. Absolute Arschritze.
beim Fahren ist mir auch noch was aufgefallen. Im RV Duster, nein, nicht im RV Duster, im FV Duster, der Twindex, sieht man das SBB-Logo schon. Sieht man es? Ja, wenn man ganz nähe geht, dann sieht man hier, hier ein Logo. Aber wenn man so guckt auf der Weite, sieht man überhaupt nicht das Logo. Es erscheint sich, ob es ein Qualitätsprodukt ist. Gut, und ein Ding soll jetzt wirklich klar sein und auch an die SBB, wenn sie dieses Video schauen würde. Es ist jetzt nicht ein Video, um euch komplett abzubrennen von der Existenz. Es ist nur ein Produktreview. Und diesen Zug ist der größte Arschritzer, die ich in Jahren gesehen habe auf die schweizerische Schiene. Oder das erste echte Fahrzeug, was echt absolut grottenschlecht ist. Gut, der Geruno vom Komm vorher ist auch der gleiche Niveau, sind irgendwie die gleichen Stühle. Aber es ist eine absolute Frechheit, dass man so kaum Komfort hat in so einem Zug und dass man 50, 60 Franken zahlt für ein Ticket nach Basel. Ohne Halbtags, sage ich dann. Ich habe selber Halbtags und ein GEA. Bei mir ist der Preis absolut scheißegal, aber für die 0815-Fahrer in der Zug ist das absolut eine Arschritz-Aktion. Und das kann wohl nicht wahr sein. Wir sind jetzt in Liestal, vielleicht wenn der Zug nicht abrangiert wird, kann ich nochmal durchlaufen und erst die erste Klasse noch zeigen, weil das wäre jetzt der größere Katastrophe. Weil da gibt es der gleiche Steinsitze, man kann wirklich draufhauen und hier, es ist einfach Holz, es ist absolut Arschritze. Ich finde das kein Komfort und wir als Pendler und Passagiere, wer sind der, die hierin müssen fahren? Die SBB hocken alle hinten im Büro, jucken all die Scheiße nicht. Die fahren kaum mit der eigenen Zug. Und jetzt gibt es wieder Radschlupf. Aber ich finde es eine absolute Schweinerei, dass man so minachtet auf der Fahrgast. Es ist eine absolute Abzocke. Es kann wohl nicht wahr sein, dass die neue Züge jedes Jahr kaufen und jedes Jahr die Scheißkomfort immerhin wieder schlechter, schlechter und schlechter wird. Es ist ein absoluter Abzocker. Und ich hoffe echt, dass die SBB schaut und diese Stühle rauszieht, verbrennt und was Vernünftiges einbaut. Weil das kann doch euer Ernst nicht sein, SBB oder Vincent Ducro. Das kann doch euer Scheiß Ernst nicht sein. Besparen aufs Komfort, eine absolute Minachtung des Passagiere. Ändere die Stühle, dann ist es ein besseres Produkt. Ändere die Drehgestelle, weil die sind auch absolute Scheiße. Vor der Fahrgast, man wird die ganze Zeit hin und her gejagt im Zug. Will man pissen gehen, dann pisst man 100% neben den Topf. Das kann ich euch sagen. Aber ja, das ist halt das Leben im Zug, ne? Aber ich muss euch sagen, Twindex war absolut scheiße. Ist aber verbessert worden durch Bombardier, vor dass sie bankrott gegangen sind. Der Geruno, gut, ist ein okay Zug. Es geht, aber komfortweise genau der gleiche Scheiß. Und jetzt nur noch Fernverkehrsflirt, aber das wird irgendwann mal kommen, wenn ich die am Bahnhof sehe. So, ja, das ist erst mein Fazit bisher. Oh, I'm so sick and tired of waiting, trying to live in a daydream.
Gut, danach noch ein kurzes Toilettenreview. Das ist das kleine Toilette. Es gibt drei Toiletten in diesem Zug. Hier hinten ist noch ein und dann noch ein Rostu-Toilette dabei. Gut, angekommen im Basel SBB auf Gleis 6. Jetzt muss ich euch ehrlich sagen, dass diesen Zug mir nicht gefallen hat. Das habe ich schon auf Instagram schon angekündigt. Und es ist genauso, wie ich gedacht habe. Der Zug ist einfach kein fernverkehrstaugliches Fahrzeug. Es ist einfach kein fernverkehrstaugliches Fahrzeug und das ist einfach schade, weil ja, dann denkt man, Stadler, ja, ist ein gutes Fahrzeugmacher. Ich finde, Stadler hat richtig gute Züge gebaut, aber da gehört diesen Fernverkehrskiss nicht dazu. Es gibt Besseres und es kann besser. Davon sind das Interieur, dass das definitiv besser kann. Und wenn die SBB dieses Video sich anschaut, dann bitte ändere die Stühle. Es ist eine Katastrophe für den Rücken. Und ich muss euch ehrlich sagen, die Drehgestelle sind auch absolut scheiße. Gut, diesen Zug kann dann 160 km pro Stunde, das ist gut. Leider kein 200, aber das ist die falsche Front davor und falsches Interieur. Aber ja, weiterhin ein positiven Zug. Es ist jetzt nicht grottenschlecht wie im holländischen SNG. Das ist ein schlechter Zug, den man auch bis jetzt noch nie gekannt hat. Und ich würde auch kein Video dazu machen, weil es einfach nicht in meinem Interesse ist. Aber ja, gut, das war schön. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da und einen Kommentar da, was ihr vom KISS FV findet, die Rabi 512 vom SBB. Und dann danke ich alle fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!